seit März 2011. Und interessanterweise, an diesem Tag der Premiere war das Erdbeben und Tsunami in Fukushima. An unserem Premierabend, wir hatten eine Minute stille Minute gemacht, weil das fand ich abgefahren, das ist ausgerechnet unsere Premiere. Aber seit 2011 gibt es uns und in Vorbereitung waren wir schon in 2010 mit den Ideen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich ein Theater gefunden hatte und sowas. Ja, und wir sind jetzt in unserer 5. Staffel. Ich habe immer ein Interesse gehabt, junge Künstler zu fördern, Nachwuchskünstler, weil ich war auch mal ein Nachwuchskünstler gewesen und ich war auch gefördert und ich habe viele Bühnenerfahrungen. Ich bin auf der Bühne für über 30 Jahre und ich dachte, es ist bald auch Zeit, was zurückzugeben. Und auch wollte ich zu Hause arbeiten. Ich wohne nicht weit von hier und ich hatte weniger Lust, immer hin und her zu reisen beruflich. Ich dachte, ich arbeite lieber zu Hause. Aufregend, warmherzig, ausdrucksstark. Das schönste Erlebnis ist, okay, es ist schwer, das auf eine zu reduzieren, aber allgemein würde ich sagen, ist, wenn Menschen mir sagen, dass sowas haben die noch nie gesehen und dass sie weggehen so mit so einer großen Freude und die können das nicht beschreiben, aber die sagen, es fühlt sich sehr gut an. Eine normale Spielsaison, dass wir eigentlich regelmäßig spielen, vielleicht 3-4 Monate hintereinander und dass wir immer ausverkauft sind und dass die Leute stehen in Schlangen vor den Touren, wir gerne reinkommen.